Ja, hallo, hier kurz so der Rucksack und immer willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute Penny Stock Aktie mit Potenzial 2021. Das ist Teil 5 einer Videoserie. 1300 Leute haben sich das Video schon angeschaut und 0 Daumen runter, 79 Daumen hoch. Sehr, sehr geil. Und wir checken das jetzt einfach mal ab. Ich bin sehr gespannt, ob ja, wir damit heute auch. Ist es soweit. Heute kommt Folge 5, Part 5 der Penny Stock Aktien-Serie auf meinem Kanal. Ich habe mir natürlich wieder 3 Aktien rausgepickt, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ihr müsst wissen, ich habe da so eine Liste mit Aktien, die ich alle rausschreibe. Das heißt, ich schreibe jede einzelne Aktie auf, die ihr in die Kommentare schreibt und gehe die einfach möglichst der Reihe nach durch. Wie gesagt, heute kommen wieder 3 Aktien, die ihr euch gewünscht habt. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Viel Spaß! Ja, wie bereits gesagt, ist das Part 5 dieser Serie. Schaut euch unbedingt auch die anderen Teile an nach diesem Video, denn möglicherweise habe ich ja schon die Aktien vorgestellt, für die ihr euch interessiert. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um eben keinen Teil. Selbstverständlich, oder? Geiler Content, wir abonnieren. Ha? Abonniert den Kanal. Ja, und meinen auch. Zu verpassen. Außerdem schreibt es dann doch in die Kommentare, wenn ich wirklich ein Unternehmen noch nicht analysiert habe, das ihr euch wünscht. Dann spanne ich euch aber auch gar nicht mehr länger auf die Folter, sondern fangen wir direkt beim ersten Unternehmen an. Ein Unternehmen, das sich oft gewünscht wurde, und zwar haben wir hier Zero Waste Solutions. Zero Waste Solutions ist ein Unternehmen aus Kanada, das an der kanadischen und an der US-Börse notiert ist. Ihr seht, ich zeige euch heute aber diesen Kurs in Euro, einfach damit ihr es besser einordnen könnt, ganz einfach. Genau, was macht das Unternehmen so besonders? Nun ja, grundsätzlich lässt sich sagen, es ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, aus Abfall Energie zu machen. Das ist sehr, sehr geil. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das Unternehmen cool ist oder so, aber die Idee ist etwas, wo ich sage, ja, das kann ich unterstützen, selbst wenn das Unternehmen vielleicht 1-2 Jahre kein Geld verdient oder 10 Jahre, aber ja, die bauen da richtig geile Technik oder so. Ja, finde ich cool. Mit anderen Worten, sie nehmen praktisch Deponiemüll und verwandeln diesen in erneuerbaren Brennstoff. Dabei haben sie eine Lizenz, um verschiedenste Abfälle in diesen erneuerbaren Brennstoff umzuwandeln. Und zwar mit das ist dann eine Lizenz zum Gelddrucken. Echt Hammer. Genial. Eine Technik, die sie patentiert haben. Bisher haben sie eine große kommerzielle Anlage, um diese Praxis durchzuführen. Und diese ist eben nahe Alberta in Kanada. Diese Anlage läuft 24 Stunden und zwar fast das ganze Jahr durch. Was meiner Meinung nach extrem interessant ist, ist, dass dieses Unternehmen extrem vielseitig ist. Was meine ich damit? Naja, konkret meine ich damit, dass es nicht auf eine Art von Müll limitiert ist, dass das Unternehmen zu erneuerbarem Brennstoff umwandeln kann, sondern sie nehmen beispielsweise alle Arten von Plastik. Sie nehmen beispielsweise Gummi, also sowas wie Reifen. Sie können aber auch Holzmüll oder organische Abfälle nehmen. Also ihr seht schon, sie können wirklich fast alles, was auf so einer Mülldeponie liegt, nehmen und eben zu diesem erneuerbaren Brennstoff umwandeln. Und wenn sie dann einmal diesen erneuerbaren Kraftstoff hergestellt haben, dann können sie den natürlich verkaufen. Und wo ist jetzt das Einsatzgebiet von solch einem Kraftstoff? Naja, eigentlich überall, denn dieser kann beispielsweise im Straßenverkehr, im Luftverkehr eingesetzt werden, denn es ist einfach in vielen Ländern so mittlerweile, dass erneuerbarer Kraftstoff bei dem normalen Kraftstoff beigemischt werden muss. Somit wird dieses erneuerbare Rohbenzin beispielsweise. Und gerade auch so Reifen oder so, mittlerweile musst du ja, du musst ein kleines Vermögen bezahlen, um Altreifen oder so Sachen zu entsorgen. Und wenn das dann wieder umgewandelt wird in Rohstoffen, ich finde das sehr, sehr geil. Ich mag das. Diese Idee, ich gehe einfach mal auch rüber, dass du den Chart siehst. Ja, Charts sind nicht aussagekräftig oder so. Finanzdaten sind das, ne? Aber bam, interessant. Beispielsweise verkauft, um daraus Benzinmischungen herzustellen. Eben wie bereits erwähnt, weil es oftmals nötig ist, einen bestimmten Anteil an erneuerbarem Brennstoff beizumischen. Außerdem, um mal die Zukunft zu bewerten, sind 6 Anlagen geplant, um diesen Brennstoff herzustellen. Allerdings ist bei diesen 6 Anlagen natürlich noch eine große Erweiterung möglich. Also da werden tatsächlich Zukunftstheorien von über 40 Anlagen erwähnt. So, jetzt wisst ihr mal grob, was das Unternehmen macht, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Schritt und zwar zum Kurs. Schauen wir uns doch mal den Chart an. Und ich habe hier die letzten 12 Monate im Überblick und ihr seht, das Unternehmen bzw. die Aktie. Aber wie viel war das denn? 10 Cent? 10 Cent war das. Ist in den letzten 12 Monaten um 3.500% gestiegen. Also hätte man vor 12 Monaten investiert, wäre das natürlich sehr, sehr schön gewesen. Und ihr seht,
Die Aktie war auch zwischenzeitlich sogar noch höher. Also ihr seht, aktuell liegt der Kurs bei rund 64 Euro Cent pro Anteil, aber die Aktie war schon bei rund 85. Also ja, ziemlich, ziemlich stark. Ich habe gerade mal geguckt, ich kann es nur nicht kaufen. Ah, Mann, was soll das? Muss ich mal gucken, bei welchem Trader man kaufen kann. Ah, ja. Wie ich finde, wenn wir uns dann beispielsweise mal die letzten 6 Monate ansehen, dann stellen wir fest, in den letzten 6 Monaten waren alleine 1562% davon und in den letzten, ja sagen wir mal im letzten Monat, ist die Aktie trotzdem um fast 200% gewachsen, also verdammt stark. So, jetzt wo wir die Fakten alle zusammengetragen haben, würde ich noch gern meine eigene Meinung dazu geben. Also was denke ich persönlich von diesem Unternehmen? Nun ja, ich persönlich sehe es wieder eine Top-Thematik. Das heißt, wir befinden uns hier wieder bei einem Thema, das ich extrem gut finde. Denn es ist sehr innovativ und der Clean Energy Trend wird sich natürlich fortsetzen. Das heißt, die Gesellschaft schreit immer mehr nach sauberen Energien und nach Clean Energy. Wir sehen es ja generell, ob es im Straßenverkehr ist oder sonst wo. Und dementsprechend sehe ich viel Potenzial, wenn das Unternehmen und das Management eben keine großen Fehler machen, denn wenn sich diese Technik durchsetzen kann, dann wird die auf jeden Fall nötig sein. Bevor wir dann gleich zum zweiten Unternehmen springen, würde ich euch noch kurz bitten, eine Sekunde eurer Zeit aufzuwenden und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Außerdem, wenn ihr euch in Sachen Börse weiterbilden wollt, schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch meine persönlichen Buchempfehlungen verlinkt, wodurch ihr mich theoretisch über den Machen wir doch in Ehren, oder? Ein Video. Erste Aktie ist doch sehr geil, ja. Affiliate-Link unterstützen können. Natürlich völlig ohne Aufpreis. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden, um den Kanal und mich zu unterstützen. So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Unternehmen, das ebenfalls in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Und dabei handelt es sich um American Manganese Incorporated. American Manganese ist ein Unternehmen, um wieder mal den Kernpunkt aufzuführen, das sich auf das Recyceln von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert hat. Das Unternehmen stammt übrigens aus Kanada. Und bei diesem Recycling. Ja, bei den kanadischen Unternehmen ist man immer so ein bisschen vorsichtig, oder? Ah, da muss man echt aufpassen. Die Kanadier hauen alles raus. Aber das Thema finde ich wieder sehr, sehr spannend. Von Lithium-Ionen-Batterien hat das Unternehmen eine patentierte, umweltfreundliche Methode entwickelt. Durch diese können Metalle wie beispielsweise Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan oder auch Aluminium in wenigen Schritten und somit verhältnismäßig einfach extrahiert werden. Diese Methode ist natürlich wesentlich einfacher, als eben beispielsweise direkt Minen oder einen Bergbau aufzubauen, um diese Metalle fördern zu können, da es einfach deutlich weniger Verarbeitungsschritte sind. Außerdem ist ein Vorteil, dass dies natürlich deutlich weniger ortsabhängig ist als eine Mine. Und noch ein Riesenvorteil ist eben, dass es umweltfreundlich ist. Das heißt, bei diesem Verfahren werden keinerlei Treibhausgase freigesetzt. Wenn wir dann dazu kommen, wie das Unternehmen dann im Endeffekt das Geld verdient, natürlich einerseits durch die Kommerzialisierung dieses Recyclingprozesses und natürlich auch durch Patentverkäufe. Jetzt, wo wir wieder die Kernthematik des Unternehmens zusammengefasst haben, schauen wir uns natürlich wieder den Chart an. Und auch hier könnt ihr feststellen, in den letzten 12 Monaten ein Kurswachstum von fast 2000%. Also ihr seht schon heute Unternehmen, die unfassbar gut liefen. Und ihr seht, der Kurs liegt... Aber nur mal ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass die jetzt wieder 2000%... Wenn du jetzt davon träumst, du kaufst das Unternehmen jetzt und das macht wieder 2000%. Ah... Das wäre schön. Liegt aktuell bei rund 1,4 US-Dollar. Ihr seht, wie gesagt, fast 2000% in den letzten 12 Monaten. Und wenn wir uns die letzten 6 Monate anschauen, dann stellen wir auch ein Kurswachstum von 677% fest, was natürlich auch schon unfassbar stark ist. Im letzten Monat hingegen hat das Unternehmen in etwa 15% Kurs verloren. Daran kann man natürlich mal wieder gut erkennen, dass Penny Stocks wie eben American Manganese oder auch alle anderen, die ich in dieser Serie vorstelle, extrem volatil und riskant sein können. Das muss jedem bewusst sein, der in Penny... Leider sind diese Penny Stocks alle nicht sparplanfähig oder ich wüsste jetzt nicht, dass man echt viele Penny Stocks sparplanfähig kaufen kann. Weil das wär's, ne? Also da wird sich das echt lohnen, bei den Schwankungen einen Sparplan an mit 20, 30 Penny Stocks. Einmal im Monat gucken, was abgeht und dann laufen lassen. Ja. Wenn ich Stocks investieren will, egal wie groß die Position ist, ihr müsst euch bewusst sein, dass die Aktien theoretisch am nächsten Tag futsch sein können. Das heißt, euer Kapital weg sein kann. Dementsprechend empfehle ich immer, dass man mit Penny Stocks höchstens ein wenig zockt, das heißt vielleicht 2-3% seines Depots daraus ausrichtet sozusagen, um eben die Verluste, die daraus resultieren könnten, verkraften zu können und nicht dann dem Geld nachtrauert.
Jetzt, wo wir uns den Chart natürlich wieder angesehen haben, wieder meine eigene Meinung, also was halte ich von dem Unternehmen? Naja, grundsätzlich sind wir hier natürlich wieder beim selben Thema. Das heißt, wir sind hier wieder bei Clean Energy. Und ich denke, ich muss keinem von euch erklären, warum das Recyceln von Batterien, von diesen Lithium-Ionen-Batterien in Zukunft wichtig sein wird. Denn ihr seht selber, wie wichtig heutzutage E-Autos sind und wie groß der E-Automarkt ist. Ich meine, wir brauchen bloß mal Tesla ansehen. Was natürlich auch noch ein Riesenvorteil in dieser Branche ist, ist, dass es alles staatlich gefördert ist, also beispielsweise auch in den USA. Und dementsprechend resultiert für mich daraus, dass das Unternehmen durchaus noch Potenzial hat, da es einfach ein extrem wichtiges, zukunftsorientiertes, innovatives Thema ist. Bevor wir dann zur dritten Aktie kommen, möchte ich die Chance kurz nutzen, um euch darauf hinzuweisen, dass ich natürlich kein Finanz- oder Anlageberater bin und in meinen Videos lediglich Fakten für euch zusammentrage, diese präsentiere und dann meine eigene Meinung dazu abgebe. Was ihr daraus macht, ist natürlich eure Entscheidung und nicht meine. So, dann kommen wir auch schon zum dritten Unternehmen dieses Videos, ist von euch auch in den Kommentaren vorgeschlagen worden. Und zwar handelt es sich hierbei um Meyer Burger Technology AG. Meyer Burger Technology AG ist ein Maschinenbauunternehmen aus der Schweiz. Ja, der Schweiz. Wir sind hier mal nicht in Kanada. Die Haupt... Okay, aber in US-Dollar wird es gehandelt, okay. Da sind schon ganz schön viele Dips. Ich gehe mal nochmal rüber hier. Guck mal an, ey. Ja, immer mal wieder so ein Dip, alter Schwede. Und dann fällt es wieder. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Produktionsstätte, also der Hauptproduktionsstandort des Unternehmens, liegt allerdings in, richtig, Deutschland. Und zwar im Landkreis Zwickau. Das Unternehmen ist seit 2007 an der Börse gelistet. Seitdem hat das Unternehmen viele verschiedene Firmen aufgekauft und somit auch eine eigene Solarproduktion aufgebaut. Und da sind wir auch schon beim Kerngebiet des Unternehmens, Solar. Wenn es um die Solarpanels, also die Solarmodule und Zellen des Unternehmens geht, lässt sich sagen, dass diese im Vergleich zur Konkurrenz einen 3-Jahres-Entwicklungsvorsprung haben, der auch durch Studien bewiesen ist. Okay. Somit ist das einzige Ziel, das das Unternehmen natürlich anstreben sollte, den Vorsprung zu halten und platzhirsch in Europa für Solarmodule und Solarzellen zu werden. Auch noch ein riesiger Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz ist, dass Meyer Burger hohe Margen verlangen kann. Wenn wir uns mal die Produkte von Meyer Burger ansehen, dann sind wir hier A bei Dachanlagen und B bei Solarkraftwerken. Das sind sozusagen die Hauptprodukte des Unternehmens und diese wollen sie jetzt erstmal hauptsächlich in Australien, in der EU, in der USA und in Japan verkaufen. So, dann schauen wir uns auch hier mal wieder den Chart des Unternehmens an, der Aktie an. Und zwar sind wir hier auf den letzten 12 Monate bei einem Kurswachstum von 200%. 200% erscheint natürlich im Vergleich zu den anderen Unternehmen erstmal nach. Aber das ist echt so etwas, was man auch greifen kann, ne? Maschinenbau. Also interessant sind diese ganzen Nischen. Aber ob ich jetzt unbedingt, ich finde mal, das ist echt Spielgeld, ne? Was man da investieren sollte. Peanuts, aber ich meine, wer 200% Kurswachstum als Peanuts bezeichnet, dem ist auch nicht mehr zu helfen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ihr seht, das Unternehmen war zwischenzeitlich schon deutlich höher und der Kurs liegt aktuell bei rund 0,42 US-Dollar. Auf die letzten 6 Monate hat das Unternehmen rund 56% Kurswachstum hingelegt und im letzten Monat hat das Unternehmen rund 24% Kurs verloren. Also auch hier natürlich wieder, ihr seht, die Volatilität in der Aktie ist natürlich deutlich zu sehen. Um dann wieder meine eigene Meinung ins Spiel zu bringen, ich persönlich sehe natürlich wieder hier eine ähnliche Sparte wie bei den Unternehmen zuvor. Das heißt, heute haben wir wirklich fast ein Clean Energy Only Video, denn der Solarbereich fällt natürlich da auch mit rein. Dementsprechend denke ich, das Unternehmen kann durchaus spannend sein und die Aktie somit auch, wenn sie wirklich diesen Vorsprung, diesen technischen Vorsprung im Solarbereich durchsetzen und halten können. Wie bereits erwähnt, schaut euch unbedingt die anderen Teile dieser Serie an. Ich verlinke sie euch hier in der Endcard, also einmal die Playlist und den ersten Teil, um gleich anzufangen. Und wenn ihr den Penny Stock, den ihr euch unbedingt wünscht, in keinem der Videos findet, dann schreibt ihn einfach. Ja, interessante Unternehmen, oder? Ich weiß nicht. Also das erste Unternehmen fand ich sehr, sehr interessant. Werde ich mal gucken. Meistens kann man die Unternehmen nicht überall kaufen. Ah, sehr, sehr schade. Mein Name ist Michael Kotzo. Ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.